Herzlich willkommen im nächsten Part zu Rayman Adventures. Ja, ich konnte jetzt in dieser Region nochmal zurückgehen. Leider hat es dann nicht mehr gefunkelt. Das ist ziemlich schade. Das war ein dummer Fehler, das letzte Mal von mir. Dadurch, dass ich jetzt im Wilden Osten nicht weitermachen kann, werden wir jetzt einfach mal hier Ozean der Opportunitäten weitermachen. Ich könnte jetzt auch das alles enthüllen können, aber für 100 Diamanten ist mich das ein bisschen zu teuer. Und deswegen versuchen wir einfach unser Glück hier. Ich habe jetzt noch... wie viele Minuten noch Zeit? 12 Minuten noch Zeit. Ah, da funkelt's. Da haben wir ein Ei. Okay, wenigstens eins. Ein kleines Trostpflaster zu der Dummheit vom letzten Mal. Ja, noch 12 Minuten Zeit, um 5 Kleinlinge zu finden. Dann hätte ich nämlich auch die Tagesaufgaben geschafft. Und dadurch, dass wir jetzt hier das erste Level haben, was ein Sucherlevel ist, habe ich sogar noch ziemlich viel Glück. Gut. Und da geizt sie auch nicht mit Suchern. Denn hier geht es jetzt darum, dass ich 5 finde. Also starten wir los mit unserer ganzen Crew. Und da oben sehen wir schon den ersten. Warte mal. Hier haben wir Waldemar. Nee. Wieso Waldemar? Hä? Was rede ich jetzt? Ah, na okay. Nennen wir den Schalter trotzdem einfach Waldemar. Und jetzt sind wir wieder hier, ja, in Ozean. Mich hat es eigentlich richtig cool gefallen. In China. Oder wer weiß, ob das überhaupt China ist. Das heißt ja nur wilder, wilder Osten. Aber in der Rayman-Welt weiß man ja nicht, ob das jetzt unbedingt China ist, ey. Aber ihr wisst schon, das ist halt ziemlich asiatisch. Und das ist das Tolle daran. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Warte, warte. Hier erstmal das hier unten. Das verlockt ja ziemlich stark. Ah, okay. Da ist der Schalter. Gut. Ah, da hast du einen Zins geführt. Und jetzt können wir dadurch einen Wandsprung machen zu diesem Käfig. Cool. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das Level hier neu beginne? Und ich dann wieder diese Lumps im Käfig befreie? Zählen die dann auch zur Tagesaufgabe? Das würde mich auch mal interessieren. Hoi. Coole Geheimnisse. So, warte, warte. Du zeigst uns noch da oben was? Da muss noch was sein. Aber da komme ich jetzt gar nicht mehr so hin. Doch, doch, ich komme hin. Keine Aufregung. Wir kommen überall hin. So. Ah, okay, wegen einer Münze. Das ist ziemlich cool. Gut, und jetzt geht's hier hoch und hier hoch und dort hoch und ja, alles das, um an diesen Käfig hier ranzukommen. Zack. Ja, yeah, und da habe ich die Tagesaufgabe erfüllt. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und dadurch komme ich an dieses kleine Löschen, was wir gleich hier rubbeln werden. Yay. Aber leider hat es hier nicht gereicht. Ist auch egal. Ich bin ja so froh, dass ich dann doch mal die Tagesaufgabe erfüllt habe. Alle drei. Yeah! Und jetzt lasst uns das los zusammenfügen und hoffentlich was Tolles bekommen. Wäre auch mal schön, wenn es was anderes ist als Diamanten. Aber gut, das ist jetzt noch eine... Warte mal, ist das eine grüne oder eine goldene? Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Farbprobleme. Mickey Maus. Na gut, komische Mickey Maus. Okay, es gibt, ja, 6 Diamanten. Wie viel sind das insgesamt? 30. Naja. Wunder was, weil man da jetzt 6-mal Diamanten hatte, aber naja, okay. Ich reg mich da jetzt nicht auf. Wir sind auf jeden Fall schon in Abenteuer 35. Cool. Und ja, wenn das jetzt hier Part 28 ist, dann ist das jetzt hier schon der vorvorletzte Part, ne? Ihr wisst es. Ich habe ja gesagt, das Let's Play wird bis 30 Parts gehen und dann werde ich erstmal aufhören. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play. Und falls irgendwas Neues gibt, dann werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. So, okay. Jetzt geht's hier runter. Und ja, es ist wieder so eine andere Art von Level, wo man halt hier... Halt, warte mal, da war doch ein Geheimnis. Warte. Ich hüpfe hier so dagegen. Nee, da komme ich nicht hin, okay. Ich muss jetzt also von oben hier dahin kommen. Gut.
Dachte, das ist jetzt das Supergeheimnis oder so, aber nee. Okay, unsere Mission geht weiter. Okay. Oh, das wäre fast mein Ende gewesen, ne? Reaktion ist schon gefragt. Halt! Nein! Ich war so dumm, ja? Ich war so dumm. Warte mal, ist das jetzt ein schwieriges Level? Nee, eigentlich nicht. Aber Ozean der Opportunitäten ist nicht leicht. Das haben wir schon mitbekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier da unten da uns der Tod erwartet, wenn ich da jetzt runtergesprungen werde. Oh. Ich muss auch mich meinen Schutz sparen. Wo ich eben hier übrigens... Oh, nein. Wo ich eben auch gestorben bin. Da wusste ich sofort, was zu tun ist, als ich die Pfeile sah. Aber ich habe wieder den Mauszeiger nicht richtig aktiviert. Rechtzeitig gezogen und ja. Gut, jetzt aber. Halt, wo willst du denn hin? Was? Warum ist denn das so versetzt, ey? Ach, ich wechsle, glaube gleich das Level. Na komm. Einmal versuche ich es noch. Und dann werde ich auf jeden Fall wieder einen Schutz nehmen. Okay, los geht's. Zack. Du bekommst eins drauf auf deiner Mütze. Du. Achso, das war eine Grippe. Egal, die bekommen auch eins drauf auf ihre Mütze. Auf ihre Knochenmütze. Mensch. Okay, warte, warte. Noch habe ich meinen Schutz. Jetzt diesen Schalter. Und diesen Schalter. Ne, das war kein Schalter. Egal. Halt. Ach, wo springst du denn hin, Rayman? Mensch. Ist denn das so schwer? Ich könnte ja am liebsten jetzt das Level wieder wechseln, Mensch. Aber nein. Da muss ich jetzt durch. Immerhin habe ich ja freiwillig die Welt hier gesucht. Ausgesucht. Und ich komme immer noch nicht auf das Spiel, Mensch. Wahrscheinlich hat einer in den Kommentaren schon das geschrieben. Aber das weiß ich ja nicht, weil ich das hier als den Voraus aufnehme. Ja. Sam Fischer halt. So heißt das Spiel. Ich werde jetzt einfach draufbleiben. An den Schalter. Ist mir egal. Wir müssen da durch. So, und ja. Yeah. Ah, okay. Nein! Was ist denn das für Mist? Ich muss das auch machen, ey. Ich muss das jetzt machen. Das gibt's gar nicht. So, Moment. Jetzt geht's weiter. Jetzt nehme ich einfach mal noch einen zweiten. Und da haben wir wieder plus 9. Mann, ist es denn... Das ist wieder so ein Mistlevel. Schon wieder keinen Bock. Naja, es hält sich noch in Grenzen. So schlimm ist es dann doch nicht. Aber mich stört es halt, dass... Ja, manchmal ist es echt dumm gemacht irgendwie alles. Ey, vorhin waren wir... Vorhin war ich noch in... Wilden Osten. Ja. Da war alles super. Aber jetzt hier Ozean der Opportunitäten. So dunkel wie der Ozean ist, so dunkel sind auch diese Levels hier. Das gleicht ja schon fast hier in Olympus Maximus denn diese Lava-Levels. Aber naja, das muss halt sein, das gehört zum Spiel. Es gibt halt hier schwere und leichte Levels. Und das sorgt für Abwechslung. So, okay. Dann war doch gar nicht so schwer. Ja, denkst du. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das war jetzt kein Level, wo hier der Totenkopf drauf war, ne? Das war ein stinknormales Klopflevel. Wie möge das wohl aussehen, wenn das jetzt hier ein schwieriges Level... Aber okay, da haben wir das nächste Ei. Wir müssen aber leider noch warten. Das ist das Problem. Naja, dann... Ah, jetzt machen wir ein... Einsammellevel, was schwierig ist. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, oder? Naja, gut, nehmen wir den Banani. Das sollte reichen. Ne, komm, nehmen wir noch einen. Wahrscheinlich muss ich auch jetzt ein bisschen Schutz nehmen. Aber da muss ich erstmal sehen, wie das hier abläuft. Warte, was gibt's hier unten? Haie oder so? Nee.
Kann ja sein. Naja, jedenfalls schnappen wir hier erstmal die Münze zum Anfang. Damit die Leute, die hier in den Level sind, erstmal gleich wissen, wer hier der Obermacker ist. Oha. Achso, ich kann drüber springen, okay. Drüber schwimmen. Naja, ich will es aber nicht riskieren. So, lass mich mal hier gucken. Nee. In dieses Rohr können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Und ja. Okay. Okay. Ich bin jetzt voll überrascht, dass ich an so eine Mine gestorben bin. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Doch, eigentlich schon. Gut. Naja, Schutz habe ich auch noch nicht mitgenommen jetzt. Naja, was soll's. Es ist halt nur eine Vorsichtssache hier. Und eine Reaktionssache, so. Man kann sie relativ gut ausweichen. Das so. Aber dennoch ist das jetzt hier problematisch. Das muss ich von der anderen Seite aus machen. Nee, ich nehme noch keinen. Vergiss es. Außerdem kann ich mich das sowieso nicht leisten, hier die ganzen Incredibles zu verschwenden. Beziehungsweise die Keulen. Das muss man auch mal so probieren. So, jetzt. Wenn man die Minen sieht, dann erinnert das halt wirklich einen stark. Auch schon wieder so an so ein Videospiel hier. An Crash Bandicoot 3, ne? Da gab es ja auch Minen im Wasser. Gut, komm. Das habe ich erkannt, dass ich das von der anderen Seite aus machen muss. Nein! Komm, jetzt nimm hier so einen blöden Schutz und ist gut. Die Zeit ist rum, dass ich mir das Level hier anschaue. Jetzt geht's richtig los. Okay, hier rüber. Ist aber jetzt nicht das tolle Meer hier, was man kennt. Das haben wir anders gesehen, wo wir hier angefangen haben damals. Jetzt! Man kann's nicht, ey. Man kann's nicht. So, ich hätte so machen sollen, okay. War da noch ein Schalter? Nee. Das muss ich mir eingebildet haben. Jetzt aber hier in den Rohr hinein. Los! Spülen wir uns weg. Gut, was ist hier oben drauf? Da ist noch eine Münze. Haha. Nein, 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 nein. Mensch. Ja, das Level ist doch schon schwierig. Aber ich kann mich jetzt immer... Es überzeugt mich trotzdem noch nicht, dass es so ultra schwer ist, wie ich es vorhin gesagt habe. Also das Level eben, das fand ich auf jeden Fall schon auch ein bisschen schwieriger. So, jetzt runter, zack, und dann so. Zack. Seht ihr, das geht doch. Und jetzt so. Man könnte das wahrscheinlich super schnell machen. Die Profis, die das jetzt hier schon tagelang gespielt haben. Wochenlang, monatelang. Die können's. Ah, Mann. Alles nur, weil ich wieder hier, ne? Das unbedingt alles einsammeln möchte. Aber gut, ich gehe auch hier nicht umsonst rein. Und verschwende hier dreimal Dings. Dreimal Dings. Warte mal, da ist was. Hallo. Hallo. Kann ich hier auch ertrinken, sag mal? Warte, warte. So, jetzt so. Da. Na, siehst du. Hm. Oh, ich bin blöd. Ich bin blöd. Mann. Schon wieder in diesem Part nur schwierige Levels. Ich hätte statt diesen Saugern hätte ich mehr Schutz nehmen sollen. Na, aber komm, jetzt muss es klappen. Aber was? Und ich habe wieder meinen Schutz verschwendet. Vielen Dank. Ich will aber auch nicht so schnell aufgeben hier.
Und dann schwimmst du auch noch an das hier vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Was zur Hölle? Nein! Oh, vergiss es jetzt hier! Okay. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Was? Willst du mich... Komm, jetzt ist das Ziel ganz nah, oder? Ist das Ziel jetzt ganz nah? Ja, das Ziel ist nah. Okay, das war schwierig. Kann man sagen, ja. Aber ich habe es geschafft. Wurde Gott sei Dank noch belohnt. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wo wir dann beim nächsten Mal sein werden, das seht ihr dann im nächsten Part.